Pech. Will ja nicht bedeuten, dass ich unbedingt 1000 Leute was fragen. Ja, es kann ja auch durchaus sein, dass trotzdem kaum eine Frage reinkommt. Denn gerade auf Instagram in der Story habe ich schon ab und zu mal jetzt diese Fragen an Antworten Sachen gemacht und fand das auch immer ganz lustig. Aber da sind ja jetzt schon einige Fragen beantwortet worden, von daher weiß ich nicht, inwiefern da noch viele Fragen von Instagram herkommen werden. Das werden wir sehen, denke ich mal. Mal sehen, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich habe ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit, wie gesagt, neues Let's Play gemacht gehabt, was ihr auch sehr gerne anschauen könnt, wenn ihr das wollt. Vom Spielprinzip her fand ich das mal recht interessant. Ich war auf jeden Fall mal recht anderes. Und das war im Prinzip mein erstes Video, wo ich richtiges Placement ist es ja nicht, aber wo ich halt was vorgestellt habe, was ich geschenkt bekommen habe, sozusagen. Und ich habe zwar kein Geld dafür bekommen, aber ich war trotzdem irgendwie komisch. Und das fand ich ehrlich gesagt halt trotzdem ganz geil, auch vom Prinzip her. Den größten Rotz hätte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vorstellen wollen, sondern ich fand das Spiel vom Prinzip her ganz geil, was ich allerdings nicht wusste, dass das Ding halt nur 20 Minuten ungefähr geht und deshalb ging es halt nur 3 Folgen lang, weil ich habe das halt nicht auf 10 Minuten geschnitten, sondern ich habe kürzere Folgen gemacht, größtenteils eine 9 Minuten, ich glaube zweimal 6 Minuten oder so, irgendwie hier in der Richtung. Auf jeden Fall habe ich insgesamt kurze Folgen gemacht und es ist auf jeden Fall trotzdem für meine Erachtens nach relativ interessant gewesen, das Spiel. Und naja, ich habe, wie gesagt, nichts dafür bekommen, also kein Geld dafür bekommen, von daher, naja, so wirklich hätte machen müssen, brauchte ich eigentlich nicht. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich das Spiel halt ganz interessant fand und ja, mir war auch offen und freigestellt, ob ich das Spiel überhaupt hochlade oder nicht. Da wurde nichts dazu gesagt oder geschrieben, dass ich da irgendwas hochladen muss. Das habe ich für mich gemacht und naja, beziehungsweise dass ich es überhaupt aufnehme. Und weil ich festgestellt habe, dass es nur 20 Minuten geht, habe ich es halt dann in 3 Folgen durch hochgeladen. Das war ein bisschen schade, aber na gut. Trotzdem fand ich das Spiel an sich, wie gesagt, interessant. Und darum geht es mir eigentlich hauptsächlich. Und zwar auch mal was Neues auf dem Channel, was auch sehr, sehr interessant und geil war. Weil, wenn man immer nur das Gleiche macht, ich glaube nicht, dass das auf Dauer so wirklich geil ist. Und obwohl da eigentlich jetzt in letzter Zeit schon ab und an mal auch Abwechslung reinkam, ne? Minecraft, Long Dark und dann halt das neue Spiel. Ist jetzt nicht die ultimative Abwechslung, aber gerade zumindest zwischen Minecraft und Long Dark kam zumindest ab und an mal ein kleiner Wechsel mit rein. Und naja, so schlicht war es vielleicht dann auch wieder nicht. So, da ist noch eine Höhle, da gucken wir auch noch mal ganz kurz rein. Einfach nur mal gucken, wie viel da drinnen los ist. Da ist ein Creeperman, den muss ich mal eben noch spontan ins Gesicht ballern. Guten Tag, Herr Creeperman. Tschüss, Herr Creeperman. Wie groß ist die Höhle? Oh, guten Tag, Gegner. Boah, du miese Gegner. Ciao, ciao, ciao. Der ist tot und der ist ebenfalls tot. Aber ein Spawner ist ja nicht, oder? Weil hier gerade so viele Gegner standen. Hier einfach nur eine große Höhle sein, oder? Ist natürlich auch mit vollem Inventar jetzt nicht so effektiv hier reinzulatschen, aber na gut. Was willst du machen, ne? Ah, da ist noch ein Gegner. Eins. Ey, Willi. Stirb. Er ist tot. Ja, gut. War sehr effektiv, denn zu sagen, dass er sterben soll. Dadurch ist er auch gestorben am Ende. Wenn ich das nicht gesagt hätte, wäre er wahrscheinlich noch am Leben. Oder halt nicht. Man weiß es nicht.
den Knochen hätte ich zwar auch gerne mitgenommen, aber ich nehme erstmal die Kohle hier mit. Die ist mir tatsächlich erstmal wichtiger als der Knochen. Vielleicht kann ich ja irgendwas fallen lassen, so zwischendurch oder so, keine Ahnung. Oder was heißt fallen lassen? Ich nehme mal die Cobblestones. Ne, die Erde nehme ich mal hier. Ich baue mal das, was ich hier aufgerissen habe, mit der Erde zu. Ich sollte nur auf jeden Fall die Kartoffeln mitnehmen. Und hier mache ich mal schon mal ein paar neue Fackeln draus. So. Der Andi sieht dann weg, dafür nehme ich die Stöcke mit. Und die drei Kohle nehme ich dann gleich auch mit, wenn ich denn hier alles vollgekleistert habe, hoffentlich. So, habe ich den Knochen, toll. Nein, nicht den. Drei Kohle und den Knochen kann ich erstmal hier was essen. Da ist spannend und werde jetzt tatsächlich das haue ich weg. Oh, warte mal, ich kann doch eigentlich auch einfach relativ einfach das so machen, dass ich den hier mache. Total spannend, total toll. Mache ich den hier. Und dann mache ich nochmal den hier. Den hier. Und dann habe ich zumindest etwas mehr Platz. Das war jetzt nicht so unfassbar viel Platz, aber zumindest ein kleines bisschen mehr. Kann ja definitiv auch nicht schaden. Da ist der Block, der kann weg. So. Dann nehme ich hier unten mal noch die Cobblestones mit rein. Den nehme ich dann nämlich auch sehr, sehr gerne mit. Und kann hier nochmal ein bisschen Kohle farmen. Einfach weil es geht. Ist natürlich jetzt auch unfassbar geil, dass ich hier eigentlich gar kein Höhlenerkundungstor machen wollte. Und vor allem auch gar keinen Platz im Inventar habe. Aber es lässt sich manchmal eben nicht ändern, ne? So. So, bin wieder da. Mal sehen, wie viel da überhaupt noch in der Höhle hier drin ist. Aber ich denke fast, die Höhle wird in der anderen Richtung auch noch riesengroß sein. Ja, das sieht fast so aus. Oder? Geht das hier? Ne, so groß scheint die dann doch vielleicht gar nicht unbedingt zu sein. Ah, da geht es nochmal ganz tief runter. Das ist vielleicht nicht so gut. Wahrscheinlich nicht so gut. Aber, naja. Habe eigentlich Notfall. Ja, wir haben Notfallholz auch noch ein bisschen mehr dabei. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Wie viel Platz haben wir? Genug. Ich habe genug nicht, aber zumindest ein klein wenig. Hier und hier. Aber ich glaube, hier unten geht es dann immer noch weiter, oder? Nee, nicht so wirklich. Das ist okay. Gut, dann brauche ich nur die Rohstoffe, die hier noch auf dem Wegchen mitnehmen und dann können wir weiter latschen. Da haben wir auch ein kleines bisschen Höhlenerkundung heute mit drin gehabt. Total crazy und total spannend. Aber muss auch manchmal sein, ne? Höhlenerkundungstour kann ja auch nicht unbedingt schaden.